Hey Leute, heute probieren wir Aromen und zwar Flavored. Ich würde was erzählen, aber meine Notizen liegen irgendwo da hinten. Ich habe alles zusammen. Meine Augen jucken. Ich habe keine Ahnung, ob ich irgendwie einen Heuschnupfen entwickelt habe. Es war heute ein sehr, sehr schöner Tag und mir jucken den ganzen Tag schon die Augen. Das hatte ich noch nie. Ah! Vape Customs ist der Shop von Dampflok Stefan, ist eine Legende. Also Dampf-YouTuber. Warum sage ich immer YouTuber? Dampf-YouTuber der ersten Stunde war sehr, sehr früh dabei. Der Kanal Dampflok Stefan war früher eine der allerersten Anlaufstellen, wenn es darum ging, irgendwie kompetente Informationen zum Thema Dampfen zu kriegen, als Anfänger, als Enthusiasten der Szene. Er war Mitbegründer der Dampfallianz, einer der ersten Talkshow-Formate für Dampfer auf YouTube. Zusammen mit Martin, der die Dampfgeschichten auch damals immer gemacht hat, und hat sich selbstständig gemacht mit Vape Customs. Das ist ein Online- und Offline-Shop. Es gibt zwei Shops in Leonberg und einen in Stuttgart. Und online erreicht ihr den unter vapecustoms.de. Und er hat mir schon vor langer Zeit seine Aromen geschickt. Und dessen Aromen probieren wir heute aus. Lava Purista hat nach dem letzten Video gesagt, hey, mach doch so eine Mischung aus Liquid Tasting und Bier Tasting und ich fand die Idee eigentlich ganz gut. Ich habe mir ein Bier mitgebracht. Das ist ein Flying Turtle aus Berlin. Das ist ein Pale Ale. Sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. FlyingTurtleBier.de. Mal gucken. Also ich werde jetzt hier kein Tasting veranstalten. Ich habe da viel zu wenig Ahnung von. Ich trinke halt einfach gern gutes Bier. Ich mache da jetzt ein Foto von und schubst das zu Untappd. Untappd ist so ein Portal, was ich sehr mag, wo man sein Bier posten kann, was man trinkt. Und ich bin dort aktiver als in jedem anderen sozialen Netzwerk. Habe ich letztens schon gemacht und es haben sich auch ein paar Leute gemeldet. Ich verlinke euch hier unten mal den Link zu meinem Untappd-Account. Moment. Ihr könnt mich ja dann dort mal hinzufügen, wenn ihr Bierfans seid. Krönchen. Stefan hat mich angeschrieben, willst du nicht mal die Aromen testen, die wir so zusammengestellt haben? Und ich habe gesagt, auf jeden Fall. Und er hat mir das dann auch zeitnah irgendwie geschickt. Und ich habe die jetzt schon ewig, ewig hier stehen und es wird jetzt endlich Zeit, dass ich die mal probiere. Denn es gibt auch noch eine Verlosung und wir müssen diesen ganzen Verlosungskram und gesponserten Kram irgendwie alles fertig haben, bevor die TPD2 greift. Denn dann muss ich mich irgendwie so ein bisschen umstellen. Wie das mit der Verlosung läuft, erzähle ich euch irgendwo da hinten. Nachher. Die Flavordelics-Aromen kommen so ein bisschen amerikanisch daher. Wieder so ein Aroma, wo man nicht genau weiß, was dampfe ich jetzt überhaupt. Hat ausgefallene Namen wie Dragon Fist oder Bull Rock oder Fluffy Puff und da jeweils coole Bildchen zu. Aber was ich nicht erkennen kann auf der Flasche ist, nach was schmeckt es denn hier überhaupt? Die Gebinde sind immer 20 Milliliter. Es gibt einen kindersicheren Verschluss, den man runterdrücken muss. Das sind tief, tief, tief blaue Flaschen. Also wenn man so eine Hand hat, würde man sagen, es ist schwarz. Ich habe es eben mal so gegen die Studiobeleuchtung gehalten und da schimmert dann so ein bisschen Blau mit durch. Das ist ziemlich gut fürs Aroma. Das ist halt sehr schlecht, um zu erkennen, wie der Füllstand ist. Aber die Flaschen sind schön. Sehr praktisch finde ich. Mischungsverhältnis ist auf den Flaschen mit angegeben. Das ist eine Empfehlung für VG-lastigere Liquids. Bei Liquids mit mehr PG könnt ihr ein bisschen in der Dosierung runtergehen. Ich habe jetzt angemischt mit einer 50-50-Basis, 3 Milligramm, die so ungefähr 50-50 ist. Ich mische meine Basis auch selbst und das ist nicht immer so zu 100%. Ich mache das auch so ein bisschen frei Daumen. Solange das mit dem Nikotin stimmt, ist ja ungefähr 50-50. Ich bin so im Alter, da nimmt man nichts mehr genau. Ich sag mal Prost. Oh ja, ich schmecke gerade wieder, warum ich so gerne Pale Ale trinke. Ein trockenes, bitteres, fruchtiges, säuerliches Bier. Supergeil. Die Liquids probiere ich wie so oft auf Haze, Tröpfel, Clones, Clones, Klone, Clowns. Auf der Pixelbox von Dumi, da will ich nachher noch ein Wort zu sagen. Und das erste ist Dragon Fist. Ich habe die Sachen so gemischt, wie es auf den Flaschen steht. Immer so einen Mittelwert genommen. Also Dragon Fist ist, wo haben wir es hier? Angegeben mit 6 bis 8%, also mit 7% gemischt. 40 Watt, 0,3 Ohm.
Ich probiere mal. Ah ja. Schauen wir doch mal, was Stefan dazu schreibt. Dragon Fist. Der Geschmack von erlesenen Inselfrüchten, erfrischenden Himbeeren und einer zarten Pfirsichcreme überzeugen auch sie von der Kraft der Drachenfaust. Ich weiß jetzt nicht genau, was erlesene Inselfrüchte sind. Himbeere ist ganz, ganz dünn rauszuschmecken und nicht zu erraten. Eine Pfirsichcreme, eine Creme schmecke ich da drin gar nicht. Es ist fruchtig und es schmeckt so ein bisschen tropisch, nach Multivitamin und das untenrum zu viel. Oder anders gesagt, mir schmeckt es ein bisschen seifig. Na, wahrscheinlich ist ja Drachenfrucht drin, da gehe ich mal so von aus. Ich weiß nicht genau, wie eine Drachenfrucht in Wirklichkeit schmeckt. Dieses Liquid hier oder das Aroma, vielleicht habe ich es auch ein bisschen überdosiert. Für mich schmeckt es nicht rund und ausbalanciert. Es ist seifig. Was ich zudem meine zu schmecken, ist Traube. Und zwar eher diese Traubenzuckertraube. Also diese kleinen weißen Pastillen, die es früher so in der Apotheke gab. Das ist jetzt echt nicht unbedingt mein Aroma. Es ist mir zu blumig und zu seifig. Es fehlen so ein bisschen so ein paar angenehme Spitzen drin, dass eine angenehme Säure oder Süße da ist. Und mir dominiert vor allem dieses blumig-seifige und das ist nicht mein Fall. Was nicht weiter schlimm ist, das ist jetzt mein subjektiver Geschmackseindruck. Und ich sage das bei jedem Liquid- und Aroma-Review, ihr müsst da wissen, was euch am besten schmeckt und probiert Dinge aus. Geht da nicht nach mir, ich kann euch da nicht mal eine Kaufempfehlung oder so geben. Es ist wirklich nur mein Geschmack. Ein sehr berühmter Schwabe hat da mal gesagt, everybody does as he pleases. Hinter Oettinger. Ich probiere einfach weiter. Legendary heißt das nächste. Und hat einen Adler? Vogel? Vogel. Hat einen Vogel auf der Flasche. Geht schon so ein bisschen mehr in meine Richtung. Hat aber auch eine kräftige Seifenspitze und eine kräftige Blume mit drin. Was lesen wir denn da? Legendary. Lassen Sie sich von dieser leckeren, süßen Mischung aus Granatäpfeln, weißen Pfirsichen und der Süße von warmem Vanillepudding in das Land des Phönix entführen. Wenn jemand von euch weiß, wo der Phönix wohnt oder was der Fuchs sagt, könnt ihr mal da unten reinschreiben. Das sind jetzt natürlich auch so Geschmäcker, das ist ein bisschen schwer rauszuschmecken. Granatapfel, bei dem, was ich bisher in Liquid probiert habe, könnte immer alles sein. Da für mich Granatapfel vor allem so eine haptische Geschichte ist. Diese kleinen Perlen, die man hat und das weiche außenrum, innen drin dieser sämige Kern und dazu dieser fruchtige Geschmack. Ich finde, das ist schwer in ein Aroma zu packen. Pfirsich ist definitiv drin. Was mir fehlt, ist der Vanillepudding. Der steht wohl da so ein bisschen zurück. Bei dem hier bin ich mir allerdings sicher, dass das einigen Leuten schmeckt. Das überhaupt nicht verkehrt ist, es hat eine angenehme Säure, es ist fruchtig und dann hat es wieder diesen blumigen Unterton, der mir halt einfach nicht liegt. Freunde der dicken Vanille kommen nicht so ganz auf ihre Kosten. Wir gucken einfach weiter. Insgesamt gibt es übrigens 6 verschiedene Aromen, ich teste 5, da ich für mich mal irgendwann beschlossen habe, ich will 5 Aromen oder Liquids oder whatever pro Video testen. Mehr, das wird langweilig. Ich habe den rosa Tröpfler aufgeschraubt, denn jetzt geht es um Fluffy Puff. Fluffy Puff hat eine echt tolle Flasche. Das ist eins der hässlichsten Einhörner, die ich jemals gesehen habe. Es sieht bekloppt aus. Wird angemischt mit 9-11%. Also bei mir sind es jetzt 10%. Probier einfach. Cool. Ja, das schmeckt gut. Das schmeckt echt gut. Die Farbe rosa passt da hervorragend. Stefan schreibt, eine schmackhafte Komposition aus der Frische asiatischer Drachenfrüchte und erlesenen Beerenfrüchten. Durch die Zugabe von locker aufgeschlagener Milchcreme wird dieses Aroma zu einem weichen und dennoch sehr fruchtigen Geschmackserlebnis. Kommt hin. Das ist wieder so Drachenfrucht. Ich habe sie noch nie gegessen. Ich weiß es einfach nicht. Es sind Beerenfrüchte und die sind
schön frisch, locker aufgeschlagene Milchcreme. Mir geht es damit so. Ich mache mir manchmal ein Eis, ich habe so einen kleinen Smoothie-Mixer und kaufe mir gefrorene Beeren aus dem Discounter. Die gibt es in so Tüten irgendwie in der Kühlung. Kipp die da rein, gebe ein bisschen Milch drauf, ein kleines bisschen Zucker und mix das Ganze zusammen. Ergibt ein super, super geiles selbstgemachtes Eis. Und das erinnert mich stark daran. Nicht zu viel Milch, es geht noch nicht als Milchshake oder so durch. Ganz klar, vorne sind die Beeren. Die sind sauer. Wie frische Beeren, die sind trotzdem nachgesüßt. Und das cremige, milchige hält sich so ein bisschen im Hintergrund und übertreibt es nicht. Es schmeckt sehr gesund, klingt doof, ja. Und sehr frisch. Und es ist ganz weich und toll komponiert. Das ist ein geiles Aroma. Ja, das mag ich. Milchcreme und so, das klingt immer gleich so amerikanisch. Und es ist es hier nicht. Es ist einfach frischer. Die Beeren sind authentisch und nicht candymäßig, sondern wirklich wie frische Beeren und da Zucker dazu. Das ist super. Ich bestücke mal einen neuen Tröpfler. Kaius hat mich beim letzten Video gefragt, was ich denn hier für einen Akkuträger in der Hand habe. Und das ist die Pixelbox, die ist von Doomsplasher. Hat mir Doomy handgebaut. Das ist ein Teil, auf das bin ich, und sowas sage ich nicht oft, auf das Teil bin ich stolz. Ich habe wenig echte Schmuckstücke in meiner Sammlung und das hier ist definitiv ein Schmuckstück in der Sammlung. Holzakkuträger, handgefertigt. Hier hinten ist eine Edelstahlhülse, hier ist sogar irgendwie mein Name drauf. Und in diese Edelstahlhülse, damit der Voltrop nicht so hoch ist, hat er nochmal eine Messinghülse verpresst. Das ist unfassbar toll gemacht. Edelstahlfront SX350. Wenn ihr die Möglichkeit habt, ein Gerät von Doomsplasher zu erstehen, schaut mal auf Facebook. Der baut echt geilen Kram. So, jetzt habe ich genug angegeben. Wir probieren jetzt Bullrock. Also Bullrock, hätte ich ja gesagt, da vorne drauf ist ein Rind. Stefan schreibt, der Weg des Minotaurus, aha, führt durch einen sommerlichen Garten voll mit süßen Erdbeeren, spritzigen Pfirsichen und verführerischen Äpfeln. Begleiten auch sie ihre Geschmacksknospen durch das Labyrinth der Antike. Gucken wir mal, wie die Antike so schmeckt. Die Antike schmeckt saugrün. Deswegen habe ich auch diesen Tröpfler hier gewählt. Der Apfel sticht raus. Das ist ein grüner Bonbon-Apfel, der schön frisch schmeckt. Erdbeeren, nein. Pfirsiche, ja. Und sehr, sehr fruchtig, sehr, sehr frisch. Ein tolles Sommerliquid. Schmeckt mir sehr, sehr gut. Nicht unbedingt das Liquid für abends, sondern für in der prallen Sonne mittags. Es erinnert schon fast an ein Sommergetränk, an eine sehr fruchtige Schorle. Und das ist sehr fein. Ja, ich mag das. Auch hier ist es so, diese Mischung aus sauer und süß. Ich finde, wenn man das so richtig trifft und dann macht es aus, dass es fruchtig und frisch ist. Was mir bei den Aromen jetzt aufgefallen ist, es sind meiner Meinung nach eher Tankaromen als Tröpfelaromen. Fluffy Puff ist noch ganz cool für einen Tröpfler. Ich habe da irgendwie immer so die Unterscheidung. Leichtere Liquids, fruchtigere Liquids habe ich eher im Tank und die schweren eher im Tröpfler. Also ist zumindest bei mir so. Wie macht ihr das? Schreibt da mal unten was rein. Und wir kommen zum letzten Watchdog. Während ich da tröpfel, erzähle ich euch mal kurz, wie das mit der Verlosung läuft. Die Liquids, die ihr jetzt gesehen habt, ich sage mal Liquids, ich meine die Aromen. Die Aromen, die ihr jetzt gesehen habt, gibt es zu gewinnen. Und zwar nicht die von mir aufgedrehten, angesabberten, ewig rumstehenden Sachen, sondern frische. Die schickt euch Stefan und zwar gleich 3 Sets. Das sind jeweils 6 Aromen. Was jetzt hier nicht dabei war, war Banji. Das ist, riecht stark, stark nach Erdbeere und riecht ziemlich gut. Ja, das wird ein Paket aus 6 Aromen. Die Aromen sind jeweils 20 Milliliter, habe ich noch gar nicht gesagt. Die kosten 11,95. Das ist ein okayer Preis. Und was ihr tun müsst, um zu gewinnen, und das ist vielleicht auch für einige von euch eine Hürde, aber die müsst ihr jetzt einfach nehmen, ist hier unten ins Formular reinzuschreiben. Erstens mal so eure Meinung zu allem, wenn ihr was abgeben möchtet. Und den Satz, Schwabe sind die Beste. Das hier ist Watchdog. Das ist toll. Davon abgesehen, dass es zu dem Bier hier nicht passt, ist es ein tolles Aroma. Das ist eine Mischung aus 2 Sachen, die für mich immer sehr kritisch sind. Nämlich Banane und Schokolade. Wer meine Reviews öfter sieht, weiß, ich vertrage Banane nur ganz selten. Ich muss vom Bananenaroma, warum auch immer, husten. Es reizt meine Lunge. Das macht diese Banane nicht, was schon mal schön ist.
Kein Problem. Und das zweite ist, Schokolade schmeckt mir sehr oft ganz ranzig und ekelhaft. Ich mag selten Schokolade in Liquids. Hier ist es jetzt so, der Geschmack ist wirklich kleine Gelee-Schokobananen mit diesem dunkel bis schwarzen Schokoüberzug und innen drin dieses labbrige Bananenzeug. Genauso schmeckt das und das schmeckt göttlich. Das ist super. Das ist für mich jetzt eher ein Tröpfler-Liquid, weil es ein bisschen schwerer ist, weil es sehr süß ist, ja, einfach weil es so ein bisschen dunkler schmeckt. Ich mag die Mischung. Stefan schreibt, eine süße, aber dennoch fruchtige Mischung aus reifen Bananen, Karamell, französischer Vanille und einem Hauch von süßer Schokolade. Der Geruch dieser teuflisch leckeren Mischung lässt auch Cerberus, den Wächter des Höllentors, nicht kalt. Wer ist Cerberus? Wo ist die Flasche? Ein dreiköpfiger Hund und er sieht sehr schlecht gelaunt aus. Tatsächlich geht es mir so, also es kann gut sein, dass Karamell mit drin ist und dass das Ganze abrundet, dass da eine Spur Vanille drin ist und die Banane nochmal so ein bisschen cremiger macht. Rausschmecken tue ich es nicht. Ich schmecke wirklich Gelee, Schokobananen und das sind richtig gut und das schmeckt mir absolut gut. Das ist gut. Gewinnspiele können wir nicht mehr lange machen, die TPD2 kommt und deswegen würde es mich freuen, wenn eine Menge Leute dran teilnehmen. Es gibt 3 Pakete. Jeweils 6 Aromen, a 20 Milliliter, also schon eine ganze Menge Aroma, um euch durchzuprobieren. Und ihr kennt die Bedingungen. Ihr schreibt hier unten in das Feld, Schwabe sind die Beste. Ihr nehmt teil bis, wie viele haben wir heute? Ich nehme auf am 18. März und dann sagen wir bis zum 28. März, was auch immer das für ein Tag ist, habt ihr das einfach hier unten reingetackert und dann machen wir eine Verlosung. Ich sag, vielen lieben Dank an Stefan. Es hat mich sehr gefreut, dass ich das Zeug testen durfte. Es freut mich auch sehr, dass er in der Dampferei noch so drin ist und das alles für ihn läuft und funktioniert. Ich sag danke, dass ihr zugeschaut habt. Ja, wie immer, hier Daumen hoch, runter, abonnieren, verteilen. Ich lasse mir jetzt noch die Banane und mein Bier schmecken und sag ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.